Bordal Arminius, das hier ist nicht der Zeitpunkt. Dies ist keiner eurer Brüder. Dies ist ein Agent des Erzfeindes, der ein perfides Spiel mit uns spielt. Es reicht. Nicht hier, nicht jetzt. Wir haben was Wichtigeres zu erledigen. Octavius, zeig ihm die Bilder. Ja, wenn meine Rüstung funktionieren würde, würde ich das gerne tun, Brüder. Hast du nicht einen Auspex? Ich drücke wild auf meinem Auspex rum und versuche, die Bilder hervorzulocken, die ich aufgenommen habe. Und reiche das meinem Bruder Gabriel. Sie selbst, Bruder. Tote Dark Angels. Die sind dieselben verdorbenen Gestalten, die uns auch auf der Oberfläche aufgelauert haben. Und vermutlich dieselben, die uns die Bombe hinterlassen haben. Das gleiche Verrat einst. Werden Brüder die, die uns verraten haben und jederzeit wieder verraten. Ja, Gabriel knirscht wieder laut mit den Zähnen und versucht verzweifelt wie eine interne Vox-Verbindung zu sein. Death Squad zu erstellen. Klappt das oder werden auch lokale Verbindungen gestört? Nee, hier unten funktioniert das zumindest wieder. Brüder, hört mir zu, hier ist irgendwas, das ist faul. Aber wir müssen unser Wissen noch nicht gänzlich teilen, bevor wir nicht wissen, was Sie wissen oder was Sie hier vorhaben. Ein Gefecht wird uns hier zumindest informativ nicht weiterbringen. Ich weiß, dass dem Ordensbruder, möglichen Ordensbruder, den ich neben mir habe, nicht sehr vertrauenswürdig ist. Aber Konfrontation ist jetzt noch nicht die Lösung. Das falsche schwaches Spiel, Bruder. Dem Verstand von Ketzern entspringt stets nur Verderbnis. Ich möchte die Situation ein wenig abschätzen. Wie viele Leute sind hier? Also nur der eine Dark Angel, richtig? Also du siehst den Dark Angel und du siehst 5 von den Mechanikus-Priestern. Der Rest der anderen Humanoiden wurde geopfert im Teleportarium. Sind Hunderte. Ist es normal, dass für den normalen Betrieb eines Teleportariums Leute geopfert werden? Nein. Es kommt uns also ein bisschen unheimlich vor. Also das ist Heretic. Das ist vielleicht von der Inquisition abgesegnet, aber das sind keine Deathwatch-Gardisten, sondern das sind Dark Angels und die würden mit solcher Technik auf gar keinen Fall umgehen. Okay, ich mache jetzt einen Strich drunter. Arminius ruft für den Imperator und drückt ab. Dann würde ich hinterher stürmen. Nachdem du abgedrückt hast. Und meine Kettenschwert und Kettenaxt in ihn hinein. Stürzen. Sag mir, was passiert. Ich seufze laut und hebe meinen Bolter und bereite mich auf den Kampf vor. Ja, okay, ihr könnt gerne mal alle in dem ersten Angriff, ja, würfelt einfach mal euren ersten Angriff. Ihr überrascht ihn zumindest, er hat nicht damit gerechnet. Er wollte sich gerne erklären und dann kannst du ihm quasi das erste Mal. Okay, ich muss ja nichts ansagen. Ich hätte schon gerne die Salve, weil ich kann. Ich nehme an, das ist Kernschussreichweite. Ho! Sekunde. Also, wir haben eine Salve, das ist plus 10. Wir sind auf Kernschussreichweite, das ist eine plus 30, für insgesamt eine plus 40. Und wir haben eine Ballistikfertigkeit von 46. So, wir gehen auf die 86, das sind also alle 3 Schuss getroffen. Genau, und die kriegt er auch alle. 3, meine ich. Okay. So, 2d10 plus 5. Und natürlich jedes Mal Chance auf gerechten Zaun. 1, 2, 3. Da ist eine 10 bei, da sind 2 Zehen bei. Das bringt mich. Das sind 2 Zehner. Ja, genau, dann ignorieren 25. Wir die 8. Das bringt uns oben aber einfach nur auf den zweiten Zehner. So oder so. 25. Imperatus. Explodieren und beide. Und dann, jetzt kommt auf jeden, der Zaun getriggert hat, also auf den ersten und den letzten nochmal ein D10 drauf, richtig? Zorn des Imperators ist in jedem System anders. Ist das hier so? Ja, ja. Genau. Da, wo du eine 10 gewürfelt hast, darfst du noch einen Würfel machen. Dann der kann weiter explodieren. Die 10. So, nochmal. Dann kommt die 6 auf die erste drauf und die 4 auf den letzten. Also der letzte wird dann von 24 zu 28. Also, du schießt mit deiner Boltpistole 3 Schüsse und triffst seinen Körper. Du reißt ihm seinen Unterleib ab. Du siehst, wie der obere Teil dann vor ihm zu Boden klatscht, während seine Beine ins restliche Teleportarium geschleudert werden. Du siehst, wie die Eingeweide aus seinem Leib herausgerissen werden
und wohl noch ein Teil seines Armes weggefetzt wird. Diese Wunde ist auch für einen Space Marine innerhalb der nächsten Augenblicke tödlich. Derweil können Bruder Tordal und auch Octavius mehreren Boltpistolen und dem Schwert sich um die Mechanikus-Priester kümmern. 5 Stück sind das. Packt sie euch! Ich versuche irgendwo einen Pulk zu erwischen, wo die nah beieinander stehen und schieße auf mehrere eine Salve, also vollautomatisch. Alles klar, 22 getroffen. Das müsste kurz sein, also unter 50 Meter, oder? Ja, das auf alle Fälle, ja genau. Also das Teleportarium ist zwar groß, aber ihr seid nah herangekommen. Dann treffen alle. 4 Treffer. Ja, Schaden. Das ist die 4 weg, 23 mal 4. 23 mal 4, dann kannst oder du... Oder halt auf 3 oder 4 Ziele, keine Ahnung. Ja, dann kannst du ein trauriges Klicken und ein wütendes Pfeifen hören, während du dann in diese Dreierformation der Heretic-Priester schießt und ihnen die Mechandriten und wohl lebenswichtige Organe oder Zahnräder wegschießt, die dann überall hinspritzen, wohl mit schwarzem Blut gefärbt. Also da waren wohl noch vergammelte Organe wohl tatsächlich mit dabei. Übrigens, DS5 noch, habe ich vergessen. Ja. Und so zerstieben zumindest die ersten roten Roben in schwarzem Blut. Ja, sehr gut. Toll. Okay, ich habe mittlerweile 4 Antworten. Vier habe ich mittlerweile. 4 Angriffe. Also, 3 habe ich ja automatisch. Und durch blitzschnellen Angriff habe ich jetzt 4. Okay, das heißt, du zündest ein Sprungmodul. 13, 16, 33, 16, die treffen alle. Ja, du kannst ihm dein Kettenschwert mit deinem Sprungmodul gezündet, schlägst ihm das erste Mal direkt in seinen Körper, reißt und kratzt. Du merkst wohl, wie einige von deinen Kettengliedern des Schwertes abbrechen oder abreißen. Dann merkst du wohl, wie ein weiterer Mechadendrit als Schutzarm nach unten gebracht wird. Und bevor du ihn komplett zersägt hast, versucht er da wohl, sich zu schützen mit seinen eigenen eingebauten Armen und Spritzen. Das ist 10. Die explodiert weiter. Gut, und dann sind das tatsächlich nur 26 Durchschlag 4. Ja, mit weiterem Kreischen deines Kettenschwerts kannst du es ihm dann durch den Mechadendriten durchschlagen. Merkst wohl, wie der Arm dann beiseite fetzt und ihm dann noch einmal mit mehr Druck und weiterem Kreischen deines Schwertes beziehungsweise deine Axt dann den Rest durchschneiden. Ziehst nochmal nach oben, sodass dann weitere Zahnräder spritzen und dann fällt er um. Bestätigt. Der letzte Angriff. 33 Durchschlag 4. Ja, dann zündest du ein weiteres Mal dein Sprungmodul, stürzt dich auf den nächsten, der wohl 2 Meter daneben steht und schlägst ihm dann ebenso den Kopf ab, bis dann rauchend, nur noch mit einem gequälten Ächzen, der Dark Angel mit den abgerissenen Beinen vor euch liegt und milde lächelt. Blut läuft aus seinem Mund heraus und er hustet. Ja, ich eile zu ihm herüber, immer noch mit lautem Zähneknirschen und versuche ihm mit meinem Natoseptikum einige Drogen zu injizieren, um ihn wieder auf die Beine zu kriegen. Ja, während Gabriel sich über ihn rüberbeugt und du ein paar Sachen injizierst in ihn, merkst du wohl, wie an seinem Gürtel 2 Melterbomben frei macht und sie dir dann langsam in die Hand gibt, mit zitternden Händen. Die letzte verbliebene, die er noch hat. Die Alten erwachen. Ihr müsst das Tor zerstören. Für den Imperator. Dann wird sein Lächeln so ein bisschen seliger, während dann die Drogen durch ihn hindurchfluten. Und du spürst auch deutlich seine 2 Herzen schlagen. Seine Lunge versucht so ein bisschen zu atmen. Und du merkst auch wohl, wie die Blutgerinnung unten einsetzt, damit dann der Körper so hilflos versucht, diese Beuteeinschüsse zu verhindern.
damit dann der Körper irgendwie weiterleben kann. Immerhin habt ihr einen Apothekarius, der direkt in der Nähe hier ist. Und mit einem weiteren seligen Lächeln, Blut fließt weiter aus seinem Mund, macht er den Mund nochmal auf. Ich bin Alpharius. Was hat er gesagt, Brüder? Was auch immer er gesagt hat, es können nur widerliche Lügen gewesen sein. Aber er hat sich doch irgendwie vorher mit einem anderen Namen vorgestellt, ne? Uriel oder so. Das Uriel hat er sich genannt. Das ist der Dark Angel-Name, ja. So hab ich ihn vorgestellt. Ah ja, so war's genau. Ja, dann war das wohl ein Verräter und es ist gut, dass er tot ist. So ist es. Definitiv. Der Verrat. Unverzeihlich. Ihr hattet noch nicht wirklich viel mit Verrätern zu tun, oder? Man lässt sie in Sicherheit wiegen und holt die Informationen, die sie haben, aus ihnen heraus. Aber man legt sie nicht auf Wort und Stelle um, solange sie noch nicht herausgefunden haben, dass man sie als Verräter enttarnt hat. Nur ein verschlossener Verstand ist ein guter Verstand. Wer den Feinden des Imperiums sein Ohr schenkt, schenkt ihnen als nächstes sein Herz. Ich werde mich schon... Selbstverständlich werde ich mich eurem Befehl unterwerfen. Dein Befehl, Bruder Arminios, aber das wird Konsequenzen haben. Ich werde dafür sorgen, dass ihr dafür zur Rechenschaft gezogen werdet. Solange ihr dem Imperator dient, könnt ihr das tun. Nehmt die Bomben. Finden wir heraus, wo der Kern dieser Anlage ist. Und so könnt ihr wieder aus dem Teleportarium heraustreten. Lasst diese Sternkarte... Nicht ganz. Ich möchte natürlich noch die Gensaat mitnehmen. Die lasse ich nicht zurück. Oh ja, du kannst ihn essen. Du kannst beides tun. Stimmt, wir könnten ein bisschen Gehirn essen und dann kriegen wir seine Erinnerungen. Also Arminius wird das nicht tun, aber ihr könnt. Also ich weiß nicht, ob bei euch allen diese, was ist das, Omega-Fern funktioniert? Ich glaube, es gibt keinen Orden der ersten Gründung, bei dem das nicht geht. Also wenn das tatsächlich möglich ist und ich sein Gehirn essen kann, um seine Informationen abzugreifen, dann will ich das tun. Du musst vor allem nicht das ganze Hirn essen, das reicht, glaube ich, wenn du einen großen Bissen nimmst. Ja, ich glaube, also als Apothekarius weiß ich auch, von welchem Stück ich... Also, vor allem kannst du es auch rausnehmen, ohne ihm irgendwie den ganzen Kopf aufmachen zu müssen. Nee, also der Space Wolf wird da nichts von essen. Der ist... Nein, auf keinen Fall. Vor allem ist der Inhalt seines Kopfes ja schon frei zugänglich, fällt mir gerade wieder ein. Die Omophagea. Wenn ein Space Marine ein Stück von einem bezwungenen Feind verschlingt, kann er bestimmte Informationen erlangen, wie beispielsweise die geheime Anbetungsstätte eines Kultes, Zugangscodes und so weiter. Über welche Informationen er auf diesem Weg verfügen kann, entscheidet letztlich die Spielleitung, der natürlich immer in Betracht zieht, was der Feind gewusst haben könnte. Außerdem kann der Space Marine auf diesem Weg vorübergehend eine Fertigkeit oder eine Fertigkeitsgruppe aktivieren, die ihm eigentlich nicht zur Verfügung stand. Genau, eine von euren 20 Organen, die Omophagea. Kurzzeitiger Zugriff auf Fertigkeiten durch Essen von Teilen des Feindes, das hört sich super. Also verbotenes Wissen oder Pilot oder Geheimzeichen. Das wären so Möglichkeiten, die du lernen kannst, kurzzeitig, wenn du Stücke von ihm isst. Und das Gehirn zählt natürlich dazu. Ja, also Gabriel wird sich stumm, vielleicht beleidigt, aber definitiv angegriffen, über den Leichnam des Astartes beugen und ihm mit Hilfe seines Nasepticums erst einmal die Säbelrüstung aufschneiden, um an die Gensaat zu gelangen, dem Organ, der die Gensaat beinhaltet, und dieses in dem entsprechenden Behältnis im Nasepticum verwahren. Zusätzlich dazu wird er dann ihm die Schädeldecke mit der Säge, mit der Kettensäge, der am Nasepticum dran ist, weiter auftrennen, sodass er eine klare Sicht auf das Gehirn hat, und ihm dann mit einem kleinen, mit einem Skalpellmesser den entsprechenden Teil herausschneiden, um auf seine Informationen zugreifen zu können.
Ja, du entfernst so ein bisschen erstmal die Knochen, kannst sie mit der Knochensäge dann entfernen, ziehst dann so ein bisschen dieses Häutchen ab, was über dem Gehirn liegt, und siehst dann schwappend, wie die veränderte Gehirnstruktur so ein bisschen gräulich angelaufen innerhalb des übrig gebliebenen Kopfes dann vor dir liegt und eine leicht gräulich-weißliche Suppe, die daraus hervorläuft. Ich schneide dort ein Stück heraus, nehme mir selbst den Servohelm ab und lege ihn auf den Boden und packe es mir auf die Zunge, fange an drauf rumzukauen und verdauen, die Informationen in mich aufzunehmen. Gabriel, sei vorsichtig mit dem, was du da tust. Es könnte dich korrumpieren. Währenddessen spürst du wohl, wie du deinen Namen vergisst. Du heißt nicht Alpharios, aber all das zählt nicht mehr. Du bist trotzdem er. Du bist zu ihm geworden. Dein ursprünglicher Ordensname ist einfach nicht wichtig geworden. Und während du in dieser Tarnung warst, hast du weitere Dark Angel getötet auf einem fernen Planeten. Hast ihre Rüstung erst einmal requiriert und dann hier für diese Mission angezogen. Du und deine Brüder, ein eigenes kleines Eingreifteam der Alpha Legion, habt dann die Bevölkerung korrumpiert, Rebellionen ausgelöst, du hast Todesbefehle ausgesprochen und auch dafür gesorgt, dass letztendlich der Prinz irgendwann stirbt, Prinz Alevis. Der Befehl wurde gegeben, die Rebellen sollen ihn wohl noch ausführen, irgendwann werden sie es sicherlich schaffen, aber das ist nicht weiter wichtig. Du hast den Inquisitor gefangen oder gefangen nehmen lassen, du hast die Informationen aus ihm herausgeschnitten, du hast ihn monatelang gequält und dann die Informationen gemeinsam mit den Artefakten über diese Todlosen geborgen. Vor einigen Stunden seid ihr hier eingetroffen, habt gekämpft gegen diese Skarabäen, die euch völlig überrascht haben. Ihr wusstet, dass es hier sicherlich interessante Technologie geben soll, auch hochwertige Teleporttechnologie. Euer eigentliches Ziel, den gesamten Planeten Karlak zu infiltrieren, um ihn als Sprungtor zu dem Tor zu benutzen, um von dieser Region der Jericho-Weite über das Tor auch den Kalixis-Sektor einzunehmen. Doch diese Xenos, diese Todlosen waren zu viel. Ihr habt keine Melter dabei, ihr habt nur die Bolter, die euch zur Verfügung gestellt worden sind von den Maschinenpriestern, den Heretics von Samech, die in ihren gewaltigen Höllenöfen daran gewerkelt haben. Aber diese metallenen Apparaturen waren auch für euch völlig überfordernd. Du hast gesehen, wie Alpha Legionär um Alpha Legionär gefallen ist, aber du hast mitbekommen, dass wohl ein Xenos Deathwatch Team aufgetaucht ist, um nach euch zu suchen, den Spuren der Dark Angels. Und dann schluckst du das restliche Stückchen Fleisch herunter und du weißt, dass in dem Inneren der Pyramide ein weiteres grünes Tor flackert. Ein großes Tor mit vielen Hunderttausenden von Kriegern, die darauf warten, in diese Welt gespült zu werden und alles untergehen zu lassen. Ich beobachte den Bruder Gabriel aufmerksam, ob der irgendwelche merkwürdigen Veränderungen durchmacht oder plötzlich aggressiv wird oder sowas. Da möchte ich bereit sein. Ja, Gabriel hat die Augen geschlossen. Ihr seht, wie sein Kiefer sich immer langsam zum Kauen bewegt, bis er dann einschlucken kommt und seine Augen wieder geöffnet werden. Er richtet sich auf, blickt noch einmal auf den Leichnam herab, nickt und wendet sich instinktiv in die Richtung, wo er jetzt weiß, wo sich dieses Tor befindet. Es sind viele von ihnen. Ich habe einige erschossen. Ich meine, er hat einige erschossen. Aber es sind unzählige. Warten hinter einem Tor. Tausende, wenn nicht hunderttausende Krieger. Alle einem Astartes gleich. Unsere Mission steht klar, Brüder. Wir müssen dieses Tor zerstören. Sie dürfen niemals herauskommen. Sonst könnte das Ende dieses Systems bedeuten. Und ihr wisst, wie wichtig dieses System für die Menschheit ist. Ich nicke ihm langsam zu. Arminius wiegt nur den Kopf in die Richtung, in die der Apothekarius blickt und fängt dann loszugehen. So könnt ihr... Ich laufe hinter Gabriel her.
immer mit der Boltpistole an seinem Kopf. Kriegt Gabi jetzt nicht Verderbnis, weil er ein Chaos-Ding gefressen hat? Ja, da kümmern wir uns später drum. Ich habe eine Fähigkeit, womit ich Verderbnis negieren kann. Können wir uns also später tatsächlich drum kümmern. So könnt ihr durch die Katakomben eilen, die Gänge. Immer Bruder Gabriel folgend, der den Weg schon einmal geschritten ist. Er zerfasert wieder so ein bisschen vor dir. Du versuchst noch so ein bisschen mit deiner Zunge die restlichen Gehirnstückchen zu schmecken, die wohl aber schon von deiner Magensäure dann nach und nach aufgelöst werden und die Erinnerung verblassen. Du kannst dich mittlerweile wieder an deinen eigenen Namen erinnern, Bruder Gabriel. Du bist nicht Alpharios. Und während die dann an weiteren Stein-Sarkophagen entlang gehen könnt, die wohl auch allesamt leer sind, aber Potenzial bieten, um Armeen oder aber Könige aufzunehmen, könnt ihr in ein weiteres Teleportarium, ein Portalzimmer treten, ein Monolithenfeld, wo ihr ein gewaltiges, wabendes, grünes Tor kennt. Große obsidianene Stufen mit grünen oder bronzenen Runen darauf, glimmen noch leicht, und hier wird... Ist das der Warp, der hier grün leuchtet und flackert? Wird aufgespannt von zwei großen Halbkreisen. Ich würde mich gern mit allen meinen Sinnen mal hier ein bisschen umschauen und umhören. Es riecht ekelhaft nach Ozon. Du merkst wohl, wenn die Luft hier in diesem Teleporterkreis umgewandelt wird, wie sie zusammengebrannt wird, und es stinkt einfach widerlich nach Ozon. Ansonsten ist alles still. Alles tot, alles wie eine Gruft. Bruder Octavius, ich habe, seitdem wir uns wieder getroffen haben, keine Lebenszeichen von dir empfangen. Als würde deine Rüstung nicht mehr mit meinem Diagnosemodul kommunizieren. Woran liegt das? Meine Rüstung wurde leider schwer beschädigt, Bruder. Das ist problematisch, aber nichts, worum wir uns hier kümmern können. Leider nein. Ist sie soweit funktionsfähig, dass du dich diesem Übel, wenn es sein muss, entgegenstellen kannst? Immer, Bruder, immer. Für den Imperator. Mögen wir auch hier sterben, sei es drum, dieses Tor für immer zu verschließen. Komm, ich möchte an dieses Tor herantreten, auf diese Stützpfeiler, die diesen Übergang in den möglichen Warp eröffnen und mir die näher beschauen. Sind da irgendwelche Xenox-Zeichen oder irgendeine Art von Technologie, die ich da entdecken kann? Also siehst du ein oder andere Löcher darin, die in dem Obsidian-Block nach oben führen. Da sind wohl mehrere Löcher drin, die aber unregelmäßig sind. Du kannst da keine Logik hinter entdecken und irgendwelche Gänge, die da wohl hineinführen innerhalb dieses Teleportariums oder dieser Stützstruktur. Und viele Glyphen, ja, allesamt in diesen Stein hineingeritzt und allesamt grün leuchtend. Da müsste man tatsächlich ein herausragender Tech Marine sein, um das hier jetzt zu analysieren. Oder ein Skriptor. Nun, vielleicht können wir einige Aufzeichnungen machen und es dann später der Inquisition zur Analyse geben. Für jegliche Aufzeichnungen sollten auf einem externen Speichermodul untergebracht werden. Keine dieser Daten, seien es auch nur kleinere Datensätze, sollten irgendwie mit unserer Servorüstung in Kontakt kommen. Sie könnten den Maschinengeist korrumpieren. Ich seufze. Gut. Die Inquisition wird wissen wollen, was hier unten vor sich gegangen ist. Alles andere muss vernichtet werden. Arminius, wie gehen wir vor? Wir sind im Besitz von 3 Melterbomben. Stopp. Haben wir nicht 4? Also er hat mir 2 gegeben. Er hatte 2 und wir haben 2 aus dem Flur geborgen, nicht wahr, Frosty? Ihr hattet 3 tote Brüder und jeder hatte 2 Melterbomben. Wir haben also 6 Stück. Okay. Genau. Ihr habt insgesamt 2 von dem Alpharius noch. 8. Dann haben wir 9, weil wir haben noch eine aus dem Turm mitgenommen. Du hast die Plasma... Richtig, gerade eben habe ich es noch lamentiert. Du hast die Plasmabombe. Plasma war das? Ich dachte, das wäre auch ein Melter. Egal. Ja, das war schon ein höheres Kaliber. Die hätte den ganzen Turm eingerissen. Wir wissen nicht, wie widerstandsfähig dieses Tor ist. Wir sollten es also mit maximaler Kraft beladen. Ich genauso. Alles, was wir haben,
sollten wir anbringen zum Zerstören. Vor allem hat vermutlich keiner von uns Sprengstoffe, oder? Also den Skill. Denn ich habe ihn nicht. Ich leider auch nicht. Und da keiner von uns Ahnung hat, tun wir also, was jemand, der keine Ahnung hat, tun würde und legen das alles so nah wie möglich ans Tor oder halt an die beiden, wie nennt man das, Flügel, Pfeiler, wie auch immer des Tores und hinten ist. Ich habe Sprengstoff gebraucht auf Grundfertigkeit, also ich darf auch meinen halben Intelligenzwert würfeln. Möchtest du uns dann vielleicht sagen, was wir tun sollten? Ja, hast du es jetzt oder hast du es nicht? Ich habe es als Grundfertigkeit, also ich habe es einmal geskillt. Es gibt viele... Ihr könnt, während ihr diskutiert, wer es jetzt wie legt, könnt ihr wohl ein geisterhaftes Heulen hören, was aus diesen Pfeilern zu kommen scheint, durch die ganzen Löcher, wie eine Flöte, eine geisterhafte Flöte, die gerade spielt und das Tor fängt weiter an zu flackern. Wir sollten uns beeilen. Keine Zeit zu reden, jetzt ist Zeit zu handeln. Ich würde sagen, 4 Melterbomben je Pfeiler und die Plasmabombe noch auf die linke Seite dazu. Ja, ich meine, jeder von uns hatte irgendwie 2 Stück. Also, wie der klebt die einfach da, wo er am nächsten steht und ab geht's. Das ist Metall, richtig? Die haften da dran. Das ist Metall, ja. Das sieht aus wie Stein, wie schwarzer Obsidiansteine, aber es ist Metall. Alles besteht aus Metall. Wenn ich mich nicht so täusche, sind so Melterbomben mehr dafür gemacht, an hier Panzerrümpfen zu haften. Also sollten die hoffentlich irgendwie magnetisch sein. Und dann wie tun die da dran, drücken auf den Knopf und rennen. Ich sehe nicht, was es hier mehr zu tun gäbe, außer jemand hat andere Ideen.